Ja, ich grüße euch und damit mal herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ja, heute kommen wir mit einer Map-Vorstellung um die Ecke. Ich hatte schon immer mal vorgehabt, Map-Vorstellungen zu machen. Ich habe es irgendwie noch nie gemacht. Ich habe mir heute mal eine kleine Lobby-Map rausgesucht, weil das passt momentan gut zum Thema. Es kam ja jetzt am Montag eine Plugin-Vorstellung, am Sonntag kam, wo wir mal einen Server eingerichtet haben, einen Home-Server. Und vielleicht sucht ihr noch eine passende Lobby und da ist diese Lobby, denke ich mal, schon ganz in Ordnung und ganz passend. Ihr könnt euch ab sofort jeden Mittwoch auf Map-Vorstellungen freuen. Wenn ihr Maps kennt, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind, dann schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Dann gucke ich mir die mal an und stelle sie vielleicht im nächsten Video vor. Ja, auf jeden Fall, hier ist das Spawn von dieser kleinen Lobby-Map. Dann hat man eine schöne Aussicht. Da drüben sieht man auch schon die erste Schilderwand. Wir haben insgesamt 3 Schilderwände. Wenn man das Ganze mit einem Kompass verbindet, kann man die Leute dann hier drauf spawnen lassen. Na, hier ist halt das erste Schilderwändchen, das zweite und hier in der Höhle ist die dritte Schilderwand. Und zwar hier drüben. Und man kann dann zum Beispiel hier diese Schilderwand auch nochmal hier hin machen. Falls es dann doch mal ein bisschen mehr, also noch ein Spielmodi mehr sein soll. Und ja, es gibt die 3 Schilderwände. Hier und da gibt es ein Haus, insgesamt 2 Stück. Und ja, da kann man auch noch seine Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen. Die sind bis jetzt noch uneingeräumt. Wer da Lust hat, kann da gerne noch mal was einräumen, zum Beispiel ein Teamhaus oder sowas. Also diese Lobby ist recht vielseitig, ne? Und wenn man dann halt hier unten ist, hier gibt es auch ein bisschen was zu bestaunen, ein bisschen Weizen, ein bisschen Deko. Ich finde die Lobby alles im Allen für einen Anfangsserver, für einen Server, der gerade im Aufbau ist, voll in Ordnung. Und ja, für einen Server, der halt 3 bis 4 Spielmodi hat, ist diese Lobby mehr als in Ordnung. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video und tschüss.